Okay, Steven, das war das letzte reguläre Heimspiel der Saison. Erzähl uns ein bisschen was über das Spiel und wie zuversichtlich bist du, dass das nicht das letzte Spiel in dieser, also Heimspiel in dieser Saison war? Ja, das ist, es war eine lange Saison und viele gute Sachen, schlechte Sachen, aber die Jungs hat super gemacht diese Saison und wir sind sehr, sehr happy mit unserem Spiel heute Abend. Das Intensität war der ganze Zeit. Wir haben sehr gut zusammengespielt und wir hatten das Control der ganzen Spiel und das war wichtig heute Abend. Das war ein guter Schritt für uns. Für die Fans, das war super und das war super Spaß mit so vielen Leuten und das war laut und das macht Spaß, das ist Sport und das ist super. Jetzt hat zwar Hagen heute gegen Rostock gewonnen, Karlsruhe hat gewonnen, also ich glaube so 100% in den Playoffs sind wir noch nicht. Gibt es bei dir aber noch irgendwie einen Zweifel, dass das nicht klappen könnte? Wir fokussieren auf uns und wir sagen, dass wir haben das für die letzten zwei Wochen gesagt, dass wir können, was wir kontrollieren können, denn wir machen das und das ist auf uns. Das ist unser. Wir haben zwei Spiele in dieser Woche. Wir müssen eins gewinnen, in meiner Meinung. Zwei ist super, aber wir fokussieren nur auf unser Job und dann hoffentlich wir haben eine gute Chance in die Playoffs. Wenn wir beide Spiele gewinnen, dann sichern wir uns auch definitiv den Heimvorteil für die Playoffs. Wie wichtig wäre sowas im Bezug auf die erste Playoff-Runde vielleicht? Ja, erstmal, wir müssen das Playoff machen. Und das ist wichtig. Wir fokussieren auf das nächste Spiel. Ob wir vierter, achter Platz, es ist egal. Wir wollen in die Playoffs sein und das ist am wichtigsten. Letzte Frage noch. Die Fans haben heute wieder ganz laut deinen Namen gerufen nach dem Spiel. Berührt dich das? Macht dich das stolz? Ja, sie sagen, ich muss das. I must like it now. Aber ich sage das immer: Das ist die Spieler. Das ist die Spielerzeit. Sie machen alles auf dem Feld und sie machen einen super Job. So, ich bin hier auf der Seitenlinie, aber ja, it feels good. Sehr schön. Danke dir, Steven.